Herzlich willkommen. Wir schauen uns heute an, wie man überprüfen kann, ob zwei Merkmale stochastisch voneinander unabhängig sind. Ich möchte dies an folgendem Beispiel erläutern. Essen Frauen eher Salat und Männer eher Steak? Gibt es geschlechtsspezifische Speisevorlieben? Auf einer Hochzeit, die ich vor kurzem besuchte, entbrannte darüber eine hitzige Debatte. Auch wenn diese Fragestellung nicht gerade wissenschaftlich ist, so kann man sie doch mit wissenschaftlichen Methoden beantworten. Die Frage impliziert einen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Wahl des Gerichts. Ich habe in diesem Fall also zwei Variablen, Geschlecht und Gericht. Beide Variablen sind nominal skaliert. Aber was heißt das nochmal genau? Hierzu noch eine kurze Wiederholung. Nominale Merkmale, auch kategoriale Variablen genannt, sind qualitativ. Das heißt, Merkmalsausprägungen können sich unterscheiden, aber nicht angeordnet werden. Keine der Ausprägungen ist also objektiv besser oder höher zu bewerten. Beispiele für nominale Merkmale sind Haarfarbe oder Geschlecht. Um die Frage, essen Frauen eher Salat und Männer eher Steak, beantworten zu können, stand ich also vor dem Problem, wie ich die Stärke des Zusammenhangs zweier nominal skalierter Variablen analysieren kann. Zunächst fertigte ich eine Strichliste an und notierte das Ergebnis in einer Tabelle. 50 Frauen haben Salat gegessen und 20 Steak. Von den Männern haben 10 Salat und 20 Steak gegessen. Nun wusste ich schon mal eine ganze Menge. Es gab mehr Frauen auf der Feier als Männer, 70 Damen und 30 Herren. Und es wurde mehr Salat als Steak gegessen, 60 Salate gegenüber 40 Steaks. So eine Tabelle wird auch Kreuztabelle genannt. Als nächstes habe ich die Zeilen- und Spaltensummen berechnet. Die Gesamtsumme beläuft sich übrigens auf 100. 100 gleich 50 plus 20 plus 10 plus 20, das ist das gleiche wie 70 plus 30 und das ist das gleiche wie 60 plus 40. Nun hatte ich also absolute Zahlen. Mich interessierte aber die relative Häufigkeit, also wie groß ist der Anteil der Frauen, die Salat essen, in Relation zu allen anwesenden Frauen. Bei den Frauen war die relative Häufigkeit für Salat 50 Siebzigstel und die relative Häufigkeit für Steak 20 Siebzigstel. Also 50 von 70 Frauen haben Salat und 20 von 70 Frauen haben Steak gegessen. Das sind 0,71 bzw. 0,29. Bei den Männern lag die relative Häufigkeit für Salat bei 10 Dreißigstel und die relative Häufigkeit für Steak bei 20 Dreißigstel. Das sind 0,33 bzw. 0,67. Da 50 der Personen mit Salat Frauen waren, lag die relative Häufigkeit für Frauen bei Salat bei 50 Sechzigstel, während die für Männer bei 10 Sechzigstel lag. Das sind 0,83 bzw. 0,17. Beim Steak lag die relative Häufigkeit bei Männern und Frauen bei 20 Vierzigstel, also 0,5. Das war schon mal ein ermutigender Anfang. Nur waren die Unterschiede in den relativen Häufigkeiten vielleicht zufällig? Um das herauszufinden, fragte ich mich zunächst, was wäre, wenn? Was wäre, wenn es keinen Zusammenhang zwischen Gerichtewahl und Geschlecht gäbe? Dann wäre der Anteil der Männer, die Salat essen, genauso groß wie der Anteil bei den Frauen. Insgesamt lag der Anteil der Salatesserinnen und Esser bei 60%, der Steakesser bei 40%. Andersherum betrachtet lag der Anteil der Frauen bei 70% und der Männer bei 30%. Wenn es keinen Zusammenhang gäbe, dann würden also 60% der Frauen Salat essen bzw. 70% der Salatkonsumenten wären Frauen. Das bedeutet, dass 42 Frauen Salat gegessen hätten. Auf diese Weise konnte ich nun auch die anderen Felder der Kreuztabelle füllen. Jetzt musste ich nur noch die erwarteten Häufigkeiten mit den beobachteten Häufigkeiten vergleichen. Da natürlich manchmal die erwarteten über den beobachteten Häufigkeiten liegen und mal umgekehrt, sollte zunächst das Vorzeichen, zum Beispiel durch Quadrieren, eliminiert werden. Außerdem sollte die Abweichung relativiert werden. Die quadrierte Differenz zwischen beobachteter und erwarteter Häufigkeit wird demnach durch Division mit der erwarteten Häufigkeit normiert. Die so entstandene Tabelle nennt sich Tabelle der relativen quadratischen Abweichung. Was sagen mir diese Werte nun genau? Dies möchte ich mit Hilfe der Zelle oben links einmal genauer erläutern. 50 Frauen haben an diesem Abend Salat gegessen.
Würde es keinen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Gerichtewahl geben, hätten 42 Frauen den Salat gewählt. Ich subtrahierte den erwarteten vom beobachteten Wert, da ich wissen wollte, inwieweit der beobachtete Wert vom erwarteten Wert abweicht. Um ein mögliches negatives Vorzeichen zu vermeiden, quadrierte ich diese Berechnung. Nun wollte ich die Abweichung noch relativieren, daher dividierte ich die Abweichung durch die erwartete Häufigkeit. Analog dazu füllte ich die restlichen der drei Zellen aus. Nach Berechnung der Zähler und Kürzen der Brüche erhielt ich folgende Tabelle. Dabei müssen natürlich wieder dieselben Zeilen und Spaltensummen entstehen. Diese Zahlen nennt man nun erwartete Häufigkeiten. Die Erwartung bezieht sich dabei auf das, was wäre, wenn es keinen Zusammenhang gäbe. Nun betrachtete ich die Summen genauer. Zunächst schaute ich hier auf die Zeilensumme der Frauen, also die Zelle oben rechts. Hier standen 80 21stel. Dies ist die Summe aus 32 21stel und 16 Siebteln. Bei der Addition von Brüchen müssen diese zunächst auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Hierzu wird das kleinste gemeinsame Vielfache benötigt. Das kleinste gemeinsame Vielfache von 7 und 21 ist 21. Es müssen 16 Siebtel mit 3 multipliziert werden, um den gewünschten Nenner zu erhalten, denn 3 mal 7 ist 21. 16 Siebtel sind somit 48 21stel. Addieren wir nun 32 21stel mit 48 21stel, erhalten wir die Summe 80 21stel. Nach dem gleichen Prinzip bin ich auch mit den restlichen Zellen und Spaltensummen verfahren. Dann notierte ich sie zur besseren Lesbarkeit als Dezimalzahlen. Der Wert, den ich so als Ergebnis unten rechts bekommen habe, 12,7, wird Pearsonsches Chi-Quadrat genannt. Der Test, den ich hier durchgeführt habe, wird auch Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest genannt. Mit ihm kann man prüfen, ob zwei Merkmale stochastisch unabhängig sind. In der Inferenzstatistik wird häufig der Chi-Quadrat-Anpassungstest verwendet. Damit wird überprüft, ob die beobachtete Häufigkeitsverteilung einer Stichprobe signifikant von derjenigen Häufigkeitsverteilung abweicht, die man in der Population vermutet. Die Null-Hypothese entspricht hierbei der angenommenen Häufigkeitsverteilung in der Population. Konzeptionell sind beide Tests äquivalent, lediglich die zugrunde liegenden Fragestellungen unterscheiden sich. Die Größe des Chi-Quadrat-Wertes hängt dummerweise nicht nur von der Stärke des Zusammenhangs, sondern auch von der Anzahl der Beobachtungen sowie von der Anzahl der Zeilen und Spalten der Kreuztabelle ab. Daher sagt der Chi-Quadrat-Wert nichts über die Stärke des Effekts aus. Außerdem ist eine Vergleichbarkeit von Chi-Quadrat-Werten über verschiedene Kontingenztabellen und Stichprobengrößen nicht möglich. Um sowohl etwas über die Stärke des Zusammenhangs aussagen, als auch unterschiedliche Werte vergleichen zu können, brauche ich den Kontingenzkoeffizienten C. Dabei wird die Abhängigkeit des Chi-Quadrat-Werts von der Stichprobengröße ausgeschaltet. In diesem Fall ergibt sich C gleich Wurzel aus 12,7 durch 100 plus 12,7. Das ist 0,33. Der Kontingenzkoeffizient C nimmt Werte zwischen 0 und 1 an und ist umso größer, je stärker der Zusammenhang ist. Als Faustregel spricht man bei Werten C kleiner 0,2 von einem geringen und bei Werten C größer 0,6 von einem starken Zusammenhang. Mit einem Wert von C gleich 0,33 sind wir also eher im mittleren Bereich. Aufgrund der Stichprobe können aber noch keine Rückschlüsse auf einen allgemeinen Zusammenhang der beiden Variablen gezogen werden, da die Stichprobe nicht repräsentativ war.